bei Borderguru haben wir uns das in der Tat zur Aufgabe gemacht, es Online-Händlern zu ermöglichen, international zollgrenzüberschreitend zu verkaufen, so einfach wie national. Das haben wir für unseren Kunden Venus umgesetzt. Der hat vorher tatsächlich schon international verkauft, aber wir haben dort nochmal entscheidende Verbesserungen vornehmen können. Wer ist Venus? Ein Online-Retailer im Bereich von Bademoden, Damenoberbekleidung, Accessoires. Ich hätte sie heute auch gerne hier gehabt, aber die sitzen in Florida. Daher wäre die Anreise ein wenig weit gewesen. Insofern Zielmärkte sind für die Australien, Neuseeland und Europa. Also die Märkte, die sie ausländisch angreifen, sonst natürlich auch in den USA, da sind sie groß und erfolgreich. Ich habe bereits schon angemerkt, sie haben bereits eine Lösung gehabt, aber dort gab es halt entscheidende Schwächen, Kundenunzufriedenheiten, Unzufriedenheiten beim Händler selbst. Ging es zum Beispiel, Hauptproblem für die Kunden war natürlich erstmal extrem hohe Kosten für die Logistik als solches, für die Lieferung weltweit, die viele vom Kauf abgeschreckt haben. Ganz entscheidend aber auch die Unsicherheit über die tatsächlich anfallenden Kosten. Es gab immer wieder Beschwerden bei denen, dass dann auf einmal die Kosten in der Zoll die Sendung im Zoll festgehalten werden und einzelne Händler für die letzte Meile, wenn nochmal im Nachnahmeverfahren nochmal die Zollgebühren vereinnahmt haben, plus eine Servicegebühr, alles Kosten, die sie vorher nicht sehen konnten, die sie vorher nicht hatten. Das war ein ganz, ganz wesentlicher Faktor, der viele Kunden abgeschreckt hat, dort weitere Bestellungen vorzunehmen und teilweise die Pakete auch gar nicht angenommen haben, sodass diese Pakete dann sehr, sehr teuer wieder zurückgeschickt werden mussten. Für Vino selber gab es auch einige Probleme. Sie konnten selber nicht vollübergreifend wissen, wo sich die Pakete im genauen Prozess befinden, haben immer wieder Anfragen bekommen von Kunden zur Verzollung, zur letzten Meile Zulieferung, die sie gar nicht darstellen konnten. Und weiteres Problem für Vino war, sie hatten halt einen Logistikanbieter für die USA selber und einen separaten Anbieter für die internationale Versendung, für die sie dann jeweils immer einen separaten sogenannten Shipping-Client brauchen. Das ist also das Gerät, was die Labels für die Lieferung erstellt. Und das war auch ein großes prozessuales Problem für den Kunden, der halt für viel, viel Aufwand im internationalen Versand gesorgt hat. Was haben wir gemacht? Wir haben uns zunächst erstmal in den Checkout des Webshops integriert. Hier ist es eine selbst entwickelte Software bei Venus. Insofern haben wir das über eine REST API dargestellt und haben die Integration dort innerhalb von 2 Wochen abbilden können. Mittlerweile haben wir auch Standard-Plugins für gängige E-Commerce-Frameworks entwickelt, sodass diese Integration sich binnen 24 Stunden möglich ist. Entscheidend ist, dass wir, man sieht es rechts unten, jetzt schon vorab sehr genau die Kosten für Einfuhrumsatzsteuer, Zölle, Steuern ausweisen und vorab auch schon vereinnahmen können, bevor die Ware überhaupt auf die Reise geht. Das heißt, ich habe als Endkunde eine komplette Transparenz über sämtliche Kosten, die anfallen. Man muss halt nicht, oder laufe halt nicht die Gefahr, dass irgendwann bis zur Lieferung an die Haustür auf einmal nochmal weitere Kosten anfallen, mit denen ich vorher nicht rechnen konnte. Das ist dort eigentlich der wesentliche Punkt. Diese Daten werden von uns in Echtzeit zur Verfügung gestellt. Das heißt, auch wenn sich im Warenkorb was ändert, werden dort diese Kosten entsprechend aktualisiert. Je nach Zielland, je nach Warengruppe und je nach auch gesamten Volumen des Einkaufs. Wenn diese, wenn der Verkauf vorgenommen wurde, haben wir jetzt hier bei Venus das System, wir tauschen quasi im Hintergrund die Lieferadresse aus, ersetzen das durch die Adresse unseres Export-Hubs in den USA und haben der Adresse dann eine Nummer zugefügt, die wir dann nutzen können, um in diesem Warenhaus ein Relabeling vorzunehmen. Das heißt, dort
werden wir dann das Label für das jeweilige Zielland auf das Paket anbringen, sodass sich für den Händler in seiner Logistik aus seinem Warenhaus überhaupt nichts verändert hat. Wir haben einfach diese Adresse kurz ausgetauscht. So können wir dann die Pakete labeln und wir haben den großen Vorteil, wir können dort halt von verschiedenen Händlern, die wir jetzt nach und nach als Kunden gewinnen, sammeln wir dort die Pakete, können sie dann in einen Bulk bringen und dann direkt Exportdeklarationen erfüllen und dann zum Beispiel nach Europa liefern oder nach Australien. Und da ist auch der wesentliche Kostenvorteil drin, dass wir halt selber die Luftfracht bestellen und selber diese Pakete so balken und halt auch die Gewichte so optimieren und nicht permanent in Kiloschritten halt abrechnen, wie es halt andere große Händler machen, sondern wir dann halt das tatsächliche Gewicht nur tatsächlich als Kostenposition haben. Das ist dort der große Vorteil. Und der Händler muss sich auch dort nicht groß um die Exportvorschriften kümmern, das übernehmen wir. Dann sorgen wir für die Luftfracht, das heißt einfach ins Flieger reinbringen und entscheidender weiterer Vorteil für den Kunden, er kann komplett im ganzen Prozess sehen, wo sich sein Paket befindet. Wir haben sogar die Start und Landung von den Frachtfliegern, von den Flugzeugen mit hier eingebaut, sodass ich sehr, sehr, sehr detailliert sehen kann, was passiert, teilweise sogar zu detailliert, weil sobald da mal einfach nichts passiert, melden sich teilweise schon Kunden bei uns, stellen dann aber fest, dass es tatsächlich mal auch ein Samstag oder ein Sonntag war, wo einfach auch mal nichts passiert in einem Warenhaus. Aber das ist schon ein sehr, sehr nettes Feature. Das heißt, wir können verschiedenste Logistiker hier in unseren Tracking Client mit einbinden und dann halt visualisieren, wo das Paket ist zu jeder Zeit. Das schafft Sicherheit für den Händler, aber auch für den Käufer. Wenn wir dann zum Beispiel in Europa die Waren einführen, machen wir das derzeit in London und haben dort den Vorteil, dass wir halt eine automatisierte Verzollung machen können, sodass es dann dort die ganzen Zölle, Einfuhr, Steuern, Einfuhrumsatzsteuer werden dort dann automatisiert bezahlt. Wir haben keine Verzögerung. Bisher war es zum Beispiel in England so, habe ich dort ein Paket aus Übersee erhalten, kriege ich von der Royal Mail, die das dann übernimmt, eine Nachricht und muss dann erstmal die Zölle an die überweisen und dann geht es irgendwann 5 Tage später, geht es halt weiter mit der Lieferung. Das haben wir halt eliminiert. Es geht automatisch durch und kann dann direkt an den letzten Meile Carrier übergeben werden. Das ist in Europa, nutzen wir dafür Hermes. In Australien ist es dann Australian Mail. Verschiedene letzte Meile Anbieter, die wir dort nutzen, um dann halt die Pakete auszuliefern. Was hat das Ganze gebracht? In erster Linie ganz wesentlich eine signifikante Reduzierung der Logistikkosten. Der Dienstleister, der es bisher gemacht hat, war ein Expressdienstleister. Der hat es auch sehr, sehr schnell grundsätzlich hingekriegt, die Lieferung durchzuführen. Das aber zu horrenden Preisen und immer wieder auch zu Verzögerungen im Verzollungsprozess, sodass an sich diese schnellen Lieferzeiten gar keinen Vorteil für den Kunden tatsächlich brachten. Das haben wir reduzieren können und dadurch durch diese Transparenz über die ganzen Kosten auch eine signifikant erhöhte Kundenzufriedenheit erreicht. Wir haben da jetzt noch keine wirklich messbaren Zahlen von Kunden bekommen, wie stark sich dort sein Umsatzvolumen erhöht hat für international. Die Feedbacks sind halt ausgezeichnet, weil sie im Prinzip gar keine Kundenanfragen mehr zu einzelnen Paketen erhalten, weil der Kunde jederzeit weiß, wo sein Paket ist. Das sind die wesentlichen Vorteile dort gewesen. Was steht für uns noch an? Also derzeit sitzen unsere Kunden in den USA, für die wir halt den Versand Richtung Europa, Richtung Australien, theoretisch auch weltweit anbieten können. Nächsten Schritte sind es halt Lieferungen von Europa in die USA und ganz wichtig auch Europa Richtung China anzubinden, wo immer mehr chinesische Kunden die Waren direkt beim Online-Händler in Europa kaufen wollen. Genauso haben wir auch schon Anfragen aus China nach Europa und diese Wege auch zu optimieren. Ziel ist es irgendwann grundsätzlich alle wesentlichen internationalen Cross-Border-E-Commerce-Märkte so zu erschließen mit optimierten Lieferwegen, dass wir dort auch Logistikkosten anbieten können, die relativ nah an den nationalen Logistikkosten sind, aber weit weg von den derzeit doch exorbitant hohen internationalen Expresskosten. Mit dem Ziel gehen wir in den Markt, um
schnelle Lieferungen zu einem sehr, sehr vernünftigen Preis anbieten zu können, sodass dann wirklich international verkauft werden kann, so simpel wie es auch national vorgenommen werden kann. Das ist unsere Lösung. Ja, ein Punkt noch, genau, nächster Schritt ist noch, woran wir auch arbeiten, ist noch ein bezahltes Portal. Das heißt, wir wollen es halt dem Händler zum Beispiel in den USA ermöglichen, dass der Kunde in Europa in Euro zahlen kann, dass er natürlich dann auch mit CEPA-Lastschrift, mit barzahlen.de solchen Themen zahlen kann, in Dänemark, in dänischen Kronen, mit Dankort, vergleichbare Sachen. Also das ist eine Plattform, die derzeit entwickelt wird, sodass wir da dann auch noch mehr Zahlungsmethoden und kundenindividuelle Währung anbieten können. Das der Ausblick für die Zukunft. Dankeschön. So, vielen Dank. Wir haben einmal Bäumchen wechselig gespielt mit unserem Mikrofon. Kurze Frage. Das läuft momentan ja in den USA hauptsächlich, das Produkt, soweit mir bekannt ist. Die Einführung hier in Deutschland für den Versand außerhalb des EU-Binnenmarkt, das steht jetzt noch bevor? Genau. Also wir haben die Lieferketten sind soweit schon erschlossen. Also wir haben dort die Partner sowohl für die Exportregulierung, für die Luftfracht und auch für Letzte-Meile-Zustellung für die Hauptmärkte identifiziert. Also in den USA ist es dann zum Beispiel eine USPS, mit dem wir dort ausliefern werden. Wir haben einen Importeur, mit dem wir auch eine automatisierte Verzollung in den USA vornehmen können. Ja, führen derzeit auch erste Gespräche schon mit Kunden, die sowas halt nutzen wollen, um da zum Beispiel mal den US-Markt anzutesten. Wir sehen uns auch so ein bisschen als eine Art Einstiegsdroge für den internationalen Versand. Weil ich kann an sich mit relativ geringen Aufwänden und Kosten mir solche Märkte erschließen und halt auch sehen, funktioniert das, bevor ich sofort dort eigene Warenhäuser, also Warehouses, Lageraufbau, eigene Logistik anschließe. Das können wir erstmal überlegen, dort einfach einen neuen Markt zu erschließen. Und was auch wichtig ist für europäische Händler, gerade wie in Deutschland zum Beispiel, sobald ich halt exportiere, fallen natürlich erstmal die 19% Mehrwertsteuer weg. Die decken sich dann häufig auch mit den Einfuhrumsatzsteuer und Zöllen, die dann im Zielmarkt anfallen, je nach Zielmarkt natürlich, aber in den USA ist es zum Beispiel so, sodass ich eigentlich da relativ kostenneutral das anbieten kann und habe dann nur noch Logistikkosten, die ich aber so national auch zu tragen habe. Integration in Deutschland, wenn es dann ins Ausland geht, wird die auch für kleine bis mittlere Händler tragbar sein? Wird man sich das leisten können oder ist das eher etwas für den Enterprise-Bereich? Natürlich ist es relevant, ein gewisses Volumen erzielen zu können. Die Integration in den Webshop ist, so wir denn unsere Plugins auch nutzen können, extremst einfach und da gibt es an sich keine großen Kostenaufwände. Ist dann eher die Frage, wie viel Volumen wird man denn international generieren können, um es wirklich attraktiv zu machen, sowohl für den Händler als auch für uns. Weil einen gewissen Aufwand wird er auch haben. Er muss sicherstellen, dass seine Waren zum Beispiel für den jeweiligen Zielmarkt optimiert sind. Und natürlich muss er auch in gewisser Art und Weise ein wenig in Online-Marketing im Zielmarkt investieren. Ansonsten ist das denn doch vergebene Liebesmühe. Und für 10 Pakete im Jahr international macht das sowohl für den Händler als auch für uns sehr wenig Sinn. Also insofern wollen wir schon, also adressieren wir natürlich schon die Händler mit größeren Volumina. Wenn wir aber mittelfristig den Prozess auch so optimiert haben, dass die Integration wirklich per Mausklick funktioniert, können wir da auch schnell mittelständische Händler annehmen, die halt auch Waren haben, die für bestimmte Märkte interessant sind. Was zeitnah kommen wird, ist natürlich mal Lieferung von Milchpulver nach China. Kinderspielzeug, Kosmetikartikel in China wahnsinnig gefragt, direkt aus Europa. Und da muss ich halt nicht mit unserer Lösung zwingend jetzt direkt einen Tmall Global Webshop aufbauen. Das kann ich auch nebenbei machen, aber ich kann auch über meine bestehende Plattform halt direkt schon nach China verkaufen. Muss dann halt nur schauen, dass die Waren halt auch für den chinesischen Markt optimiert sind. Bei Klamotten halt schwierig, aber wie gesagt, so bei Handtaschen, Pflegeprodukten, Milchpulver, Babyprodukten, Spielzeuge. Im Moment gerade ein Riesenmarkt. Okay, vielen Dank.